und herzlich willkommen bei einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. In diesem Tutorial wollen wir dieses Ergebnis hinbekommen. Ja, wir sehen, wir machen das Wasser jetzt mal wenigstens ein bisschen gescheiter. Ich würde einfach sagen, wir fangen gleich mal an. Wir sehen hier erstmal unsere schöne Strecke hier und wir haben ja unsere ganzen Bäume auf dem Layer 3. Das heißt, den blenden wir erstmal schön aus, indem wir hier nur auf den Layer 2 gehen. Und dann schauen wir einfach mal, was denn so alles nötig ist. Wir haben hier einmal unsere Landschaft. Mit einmal der Tab-Taste kommen wir in den in den Edit-Modus. Dann wählen wir hier einmal unser Wasser aus. Ich wähle einfach P aus und wähle Selection aus. Da haben wir das Ganze separiert. Ich gehe in den Object-Modus zurück, wähle einmal hier unsere Wasserplatte aus, suche die hier einmal. Vielleicht gibt es dazu auch eine Funktion, das wäre ganz cool. Hier haben wir unsere Driveline Main und ich nenne das ganz einfach Wasser Mitte. Warum, das sehen wir gleich. So, Wassermitte ist jetzt dort. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch den Origin einfach hier hinsetzen, dass wir uns ein bisschen besser dann orientieren können später. So, was ich euch jetzt erstmal empfehlen würde, ist dieses Hufeisen vorzeitig wieder aufzuschalten. Das brauchen wir nicht. Dann wählen wir einmal unsere Wasserplatte hier aus. Ich wähle Shift D aus, wähle Z aus und schiebe das ein klitzekleines bisschen nach oben. Ihr seht nur wirklich hauchdünn, das reicht vollkommen aus. Und wir nennen es sofort, dass wir es umbenennen können oder dass wir es unterscheiden können. Wasser oben. Oder wir können es auch zusammenschreiben von mir aus. Ist, glaube ich, besser. Und dann brauchen wir natürlich nochmal unser Wasser unten. Das heißt, ich wähle einmal hier unsere mittlere Wasserplatte aus. Wähle Shift D aus. Z, bisschen nach unten. So, und das ist jetzt einfach unser Wasser unten. Wunderbar. So, und jetzt müssen wir diese drei Flächen irgendwie bestücken. Unser Wasser oben, das kriegt eine neue Textur. Wir vergewissern, dass wir hier Wasser oben ausgewählt haben. Dann gehen wir in den Edit-Modus, wählen alle Platten aus. Hier haben wir ja unser UV-Map. Ne, hier haben wir ja unser Image. Und da öffne ich einfach den Ordner hier, Open Image. Ich wähle einmal unser Media Repo aus, Textures, GFX und dann wähle ich GFX Distort Alpha Tested aus. So sieht das Ganze aus. Und dann machen wir noch ganz andere schöne Sachen. Und zwar gehen wir hier in den Object Modus, gehen ganz runter, mal den ganzen Spaß tun wir jetzt mal raus. So. Wir gehen ganz runter, SuperTuxCAD Object Panel, Type und wir wählen ganz einfach Object aus. Dann wählen wir den Namen ganz einfach, Einfachheit halber, den wie oben auch hier unten aus. Also hier rein, zack. Und Interaction müssen wir ganz einfach auf Ghost setzen und dann auf Refraction Reflection. So, das machen wir ganz einfach, kreuzen das an. Fertig. Unsere erste Sache ist fertig. Diese Platte dient dazu, sozusagen diese Reflektionen und so weiter dann uns näher zu bringen. Wassermitte ist jetzt wirklich diese Textur, die wir dann als Wasser später sehen werden. Ihr könnt gerne eine andere Textur verwenden. Ich wähle jetzt ganz einfach mal für den Test eine andere aus. Dazu öffne ich hier einmal unseren Ordner. Und ich wähle einmal hier nach oben aus. Dann schauen wir nochmal nach Generic. Hier sollte es hoffentlich ein Water geben. Generic Water White würde es hier zum Beispiel geben. Das können wir sogar nehmen. Wir haben unseres ja angemalt. Und natürlich sollten wir vielleicht zuvor in den Edit-Modus. Und jetzt das Ganze auswählen. Also Generic. Und dann hier einmal unser Water White. So, vielleicht tun wir am Ende oder erstmal unser Wasser oben erstmal verstecken. So. Und das darunter verstecken wir auch erstmal. Jetzt haben wir hier sozusagen nur unsere einzelne Wassertextur. Hier sehen wir das Ganze, wie das Ganze aussieht dann. Und ich tue das Ganze mal ein bisschen kleiner machen. Ungefähr so vielleicht. Machen wir mal so. Ich glaube, das sieht erstmal ganz gut als Wasser aus. Und dann haben wir unsere Wassermitte schon fertig. Was wichtig ist, dass ihr sie vielleicht noch ein bisschen anmalt, weil weiß ist natürlich nicht schön.
In unserem Vertex Painting können wir das Ganze hier machen. Ich lasse es in meinem Fall aber. Ich gehe wieder in den Edit-Modus. Und für mich passt das jetzt erstmal so. Das ist jetzt erstmal unsere Wassertextur hier. Und dann haben wir jetzt schon unsere Wassermitte fertig. Was wir hier vielleicht hier einstellen sollten, Type und dann einmal Object und dann Interaction Ghost. Wenn wir das hier auf Ghost gestellt haben, können wir hier ganz einfach den Namen wieder übernehmen. Und dann passt das erstmal soweit. Dann haben wir schon mal unsere Wassermitte. Das heißt, wir können das Ganze wieder verstecken und dann schauen wir uns das Wasser unten an. Also Altar. Das können wir wieder wegtun. Wasser oben kommt weg, Wassermitte kommt weg. Hier haben wir unser Wasser unten und hier wählt jetzt einfach irgendeine Textur aus. Hauptsache ihr resettet es danach sozusagen oder das ist die Textur oder diese Schicht, die dann resettet wird oder die euer Card resettet. Es gibt hier einen Type und der geht auf Object und dann auf Reset Player. Das funktioniert aber nicht so ordentlich. Bei mir hat es jedenfalls nicht funktioniert. Deshalb wähle ich ganz einfach jetzt einfach nochmal eine Textur hier aus. Wähle einmal unser Plane hier aus. Wähle jetzt irgendeine Textur auf, wo ich lustig bin. Aus meiner Sicht können wir auch eine neue Textur nehmen. Das heißt, ich öffne unseren Dateimanager. Gehe auf unsere Strecke. Tutorial Strecke Show. Und jetzt mache ich einfach eine neue Textur. Chess kopiere ich einfach. Steuerung V. Und die tue ich dann einfach umbenennen in Reset K. Ganz einfach, dass sie hier drinnen ist. Fertig. Und dann wähle ich einmal unser Reset K aus. Also nochmal aktualisieren. Zack. Was wir jetzt aber noch machen sollten, wir öffnen mal unsere Reset K Textur. Öffnen das Ganze einfach mal mit GIMP. Und schauen ganz einfach, dass wir hier wirklich alles dann draus löschen. Hier habe ich meine Layers. Ich wähle das einfach aus. Add Alpha Channel. Wähle einfach unsere Auswahl aus. Entferne alles. Fertig. File. Override. So dass wir hier einfach eine leere Textur haben. Ich hoffe, SuperTuxCard erkennt das. Wir wählen Discard Changes aus, wir brauchen das Ganze nicht zu speichern, wir haben es ja überschrieben. So, Reset K sieht jetzt so aus, das ist wichtig. In Blender sieht es jetzt anders aus, das macht jetzt erstmal nichts. Wir wählen einfach Shader aus, wählen einfach Cutout Transparency aus und dann wählen wir Reset K und Drive aus. So, das wählen wir ganz wichtig aus und dann sollte das soweit geschehen sein. Und hier könnten wir das jetzt nochmal umbenennen. Wie gesagt, wir brauchen das aber eigentlich in diesem Fall nicht. Können wir ganz einfach als None einstellen und dann passt das. So, jetzt wählen wir ganz einfach einmal Export Track aus. Wir gehen aus unserem Edit-Modus raus. Wählen Export Track aus. Unsere Wasser oben ist sozusagen für die Reflexionen zuständig. Unsere Wassermitte ist einmal für unsere Textur, für unsere Anzeige in SuperTuxCard zuständig, was wir als Wasser sehen. Und unser Wasser unten ist ganz einfach nur dazu da, damit unser Card dann resettet wird, falls wir dann hier reinfallen. So, das war es jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir exportieren das Ganze. Tun das Ganze wieder aktualisieren in unserem Verzeichnis. Öffnen unser SuperTuxCard. Und wir spielen den ganzen Spaß mal, die aber auch nicht richtig funktioniert. Warum? Ist ganz einfach, weil wir was vergessen haben. Und zwar sollten wir noch unsere Tutorial-Strecke Show hier hin. Wir haben einmal Reset Car verwendet und unser Wasser irgendwo. Unser Wasser haben wir tatsächlich hier noch nicht mal reinkopiert. Das müssen wir alles machen. Ihr kennt ja das Spiel von letztem Mal oder schon von ein paar Folgen. Wir gehen in unser Media Repository. Unser Reset Car tue ich jetzt mal schon gleich mal in unseren Tutorial-Track hier reinkopieren. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Also, unser Chess, unser Reset-K muss hier drin sein. Dann brauchen wir in unserem Textures Generic unser Wasser. So, das finden wir irgendwo. Hier haben wir unser Water White. Ist nicht so schön angezeichnet. Das kopieren wir einfach mit Steuerung C und hier mit Steuerung V rein. Und der Richtigkeit halber kopiere ich es hier einfach nochmal in unseren Hauptordner hier rein. Was wir in unserer Wassermitte beachten müssen, dass wir hier eine Textur
einmal Water White öffnen. In meinem Fall hat das jetzt aus irgendeinem Grund nicht geschluckt, hier aus dem normalen Verzeichnis. Mittlerweile haben wir es ja in unserem eigenen Verzeichnis hier drinnen. Ich öffne es jetzt hier raus. Dann wählen wir einmal hier unser STK Generic White Water aus. Ich weiß nicht, ob das 01 oder das normale ist. In meinem Fall ist es jetzt das hier. Und jetzt müssen wir hier bei Display einmal Shader, einmal statt Cutout Transparency einmal Transparent Alpha Blend auswählen. Ich glaube, das wird hoffentlich soweit passen. Schauen wir uns das einfach mal an. So, das sieht ganz gut aus. Jetzt müssen wir aber noch einen Grund hinzufügen und in meinem Fall wähle ich jetzt sozusagen unsere gleiche Textur aus, wie wir sie hier in unserem Gestein haben. Und ich zeige euch das einfach nochmal gleich, wie wir das am besten machen. Das heißt, ich wähle einmal unsere Landschaft aus, wähle unseren Edit-Modus aus. Was ich jetzt natürlich vergessen habe, was wir unbedingt beachten sollen, ist natürlich, dass wir uns im 2D-Modus hier befinden, also 7 und dann 5. Und dann extrude ich das hier jeweils raus, so zack. Und tue hier dann sozusagen unsere Rechtecke dann hier gleich, ja, sozusagen dann machen. Wir sehen, funktioniert ganz gut. Und somit machen wir jetzt einfach mal Textur für Textur. Sieht natürlich am Anfang schrecklich aus, werden wir garantiert gleich besser hinbekommen. Wenn wir nun das gemacht haben, wählen wir nun einfach alle neuen dazugekommenen Flächen aus. Mit unserem C-Tool sozusagen. Zack, haben wir hier alles. Und wählen einfach U-Unwrap aus. Und dann öffnen wir hier einmal unsere Textur. Open. Und öffnen einmal unsere Kieselsteine. Die sind hier. Und tun das Ganze natürlich ein bisschen verkleinern oder jedenfalls vergrößern. Ganz wichtig ist, dass wir hier alles auswählen. Und dann jeweils so in die Auflösung bekommen, wie auch unsere anderen Steine. Ich glaube, das passt soweit. Können wir auch gerne in der Hinsicht ein bisschen kleiner machen. Das gibt dann so einen Effekt, dass dann der Grund ein bisschen weiter unten ist. In meinem Fall mache ich das jetzt so, bewusst so ein bisschen weiter nach unten. Und was wir jetzt nicht vergessen dürfen, ist einmal unserem Vertex Painting Modus uns eine Farbe auszuwählen. So ein kleines Dunkelblau. Sollten wir natürlich noch relativ hell halten. Und dann müssen wir versuchen, ganz einfach diese paar Punkte versuchen zu übermalen oder zu bemalen, ganz einfach. Dazu wähle ich einmal unseren Radius aus, dass wir den ein bisschen kleiner machen. So, okay, so wollten wir das haben oder so wollen wir das haben. Ich gehe in unseren Object-Modus und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal alles wieder ganz normal an. In unserem SuperToxCAD Export Track. Wir tun unser Verzeichnis erneuern oder aktualisieren. Und ich glaube, das kann sich doch mal nach einem See sehen lassen. Wir sehen hier auf jeden Fall so einen kleinen blauen Waldsee. Wir sehen, wir haben hier ein schönes Wasser. Jetzt muss man das vielleicht dann nochmal ein bisschen farblich abstimmen. Mir persönlich wäre es jetzt zu ein schönes Blau sozusagen. Aber ich glaube, das sieht doch jetzt schon ganz malerisch nach so einem schönen ja, Strand oder nach so einem kleinen See aus. Und wenn wir hier reinfahren, natürlich werden wir resettet. Das ist ganz wichtig, dass wir es wissen. Aber ansonsten, glaube ich, ist es schon ganz hübsch mit dem See jetzt einfach zu fahren. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach nochmal rum hier. Um euch einfach mal das ganze Panorama dann zu geben. Das Ganze sieht so aus. Ich glaube, das sieht jetzt wirklich nach einem wunderhübschen See aus, den man wirklich mal gerne einfach mal so anschaut. Soll so ein lauschiges Waldplätzchen sein. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, es sieht einfach großartig aus. Mir gefällt das Ergebnis wirklich sehr gut. Und ich glaube, es kann sich wirklich sehen lassen. Ja, genau. Das wäre es dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Da machen wir einfach was weiteres Schönes. Ich weiß noch nicht was, aber ich glaube, das ist jetzt sozusagen erstmal unser Ziel gewesen. Jetzt kann man sich unseren See wirklich schön anschauen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.